Hi ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute soll es um das Thema Schleim gehen, beziehungsweise schleimbildende Lebensmittel. Ich weiß, ich habe das Thema schon ein paar Mal in meinen Videos angesprochen und ich weiß, dass sich das nicht so prickelnd anhört, aber ich kann es ehrlich gesagt nicht oft genug erwähnen, weil ich einfach sehe, dass da draußen noch so viele Menschen sind, die nicht genau wissen, worum es da eigentlich geht. Und es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man dafür ein Bewusstsein bekommt, damit man eben wieder gesund werden kann, gesund bleiben kann und gesund ist. Also, Thema Schleim. Was genau meine ich damit? Wahrscheinlich wirst du, wenn du schon mal erkältet gewesen bist, Schleim in deinem Hals gespürt haben und ihn dann möglicherweise abgehustet haben oder ausgespuckt haben. Und genauso wirst du bestimmt aber auch mal Schleim in deinem Körper spüren können, als du nicht krank warst, als du dich eigentlich ganz gesund und gut gefühlt hast. Und meistens kann man diesen Schleim eben besonders morgens nach dem Aufstehen wahrnehmen, dass man ja eben so ein schleimiges Gefühl im Hals hat oder man sieht, dass in den inneren Augenwinkeln so eine schleimige Masse hängt. Aber auch sonst kann es vorkommen, dass man einfach über den Tag mal eine laufende Nase hat oder eine verstopfte Nase. Und ich persönlich finde ja, dass einem das erst so richtig bewusst wird, wenn man sich dann mal damit beschäftigt. Also wenn man wirklich darauf achtet, dass man relativ oft so ein schleimiges Gefühl im Hals oder im Nasenbereich hat. Zumindest war das bei mir so. Ich bin früher wirklich sehr verschleimt durchs Leben gelaufen. Das war teilweise so krass, dass wenn ich mich abends hingelegt habe und schlafen wollte, nicht durch die Nase atmen konnte, so wie es eigentlich sein sollte, weil die eben komplett dicht war, komplett zu mit Schleim. Und ich musste dann über den Mund atmen. Aber ich habe das damals halt auch nicht wirklich weiter hinterfragt, weil ich es nicht anders kannte. Also das war für mich ein normaler Zustand und außerdem habe ich eben auch gesehen, dass dieser Schleim auch bei den Menschen um mich herum vorhanden war. Das kann man so oft beobachten, dass wenn man zum Beispiel die Straße entlang läuft und auf den Boden schaut, dann sieht man ganz oft, dass irgendwer sein Schleim auf den Boden gerotzt hat. Und neulich hatte ich auch wieder so ein Erlebnis, bei dem ich wieder sehr zu spüren bekommen habe, wie dieses Thema Schleim uns eigentlich jeden Tag umgibt und wie sehr die Menschen, die meisten Menschen heutzutage leider verschleimt sind. Und zwar war ich da im Flugzeug, also das heißt, ich war auf engem Raum mit vielen Menschen und es wurde das Flugzeugessen verteilt und das haben die Menschen dann auch gegessen. Es war dann irgendwie Reis mit Hähnchen oder so und einem Stück Brot. Und ja, als die Menschen das gegessen haben, fingen einige Zeit später die Ersten an, ihre Nase zu putzen. Einige haben sich geräuspert, andere sind eingeschlafen und haben angefangen laut zu schnarchen. Und wenn du dann so mittendrin sitzt und einfach weißt, woher das kommt, dann siehst du einfach, was das für ein Wahnsinn ist mit diesem Schleim. Und die Ursache dafür ist eben das Konsumieren von schleimbildenden Lebensmitteln. Welche Lebensmittel sind das? Eigentlich fast alles, was heutzutage in der Gesellschaft als normale, gesunde Ernährung angesehen wird. Also die konventionelle Ernährung mit ihren tierischen Produkten, mit ihrem Junkfood, das heißt Fleisch, Milch, Milchprodukte, Industrieprodukte, aber auch nicht nur die tierischen Industrieprodukte, sondern auch die pflanzlichen, veganen Industrieprodukte. Aber auch so Dinge wie Getreide, also Brot, Nudeln und so weiter. Das sind Lebensmittel, die den Körper wirklich sehr, sehr verschleimen. Und vielleicht fragen sich jetzt einige von euch auch, warum das so ist, warum der Körper eben diesen Schleim produziert und was daran überhaupt so schlimm ist, wenn man mal eine laufende Nase hat oder eine verstopfte Nase hat oder eben so ein Klumpen Schleim im Hals spüren kann. Man kann sich das so vorstellen, dass diese Schleimproduktion des Körpers eigentlich ein Schutzmechanismus ist. Also der Körper produziert quasi Schleim, um sich vor bestimmten Dingen, die ihn übersäuern oder Entzündungen hervorrufen, zu schützen.
damit diese Säuren und Entzündungen den Körper nicht noch weiter schädigen und damit diese ganzen Gifte im Körper eben auch über den Schleim wieder abtransportiert werden können. Und jetzt könnte man meinen, dass das ja eigentlich was Gutes ist. Das Problem ist allerdings, dass wir uns heute hauptsächlich überwiegend von extrem schleimbildenden Lebensmitteln ernähren. Und stell dir mal vor, was passiert, wenn du mehrmals täglich, jeden Tag diese extrem schleimbildende Nahrung konsumierst. Dein ganzer Körper ist voll mit Schleim und das führt dazu, dass dein ganzes System verstopft ist durch diesen Schleim. Und dann fangen eben an, solche Dinge wie Krankheiten zu entstehen. Also jede Krankheit ist im Prinzip nichts anderes als eine Verstopfung. Als die Verstopfung des Körpers. Deswegen, meine Lieben, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dieser extrem schleimbildenden Ernährung, die heute Standard ist, den Rücken kehren und wieder zu einer schleimarmen Ernährung finden. Das bedeutet, dass wir so Dinge wie Milchprodukte, Industrieprodukte und so weiter aus unserer Ernährung streichen und wieder ganz langsam, Schritt für Schritt, jeder in seinem eigenen Tempo, zu Lebensmitteln greifen, die uns nicht verschleimen oder nicht so extrem verschleimen. Und das sind eben vollwertige pflanzliche Lebensmittel. Also Früchte, Gemüse, Blattgemüse, Wildkräuter. Und wenn du dann anfängst, mehr von diesen Lebensmitteln zu essen und weniger von den konventionellen, dann wirst du mit der Zeit ganz, ganz deutlich spüren, dass du nicht mehr so verschleimt bist. Und dass dieser Schleim sich auch lösen kann und endlich mal aus dem Körper rauskommt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn der eigene Körper nicht komplett vollgeschleimt ist. Wenn man morgens aufstehen kann, ohne dass man erstmal seinen Schleim ins Waschbecken spucken muss. Oder die Augen total verquollen sind, weil nachts eben dieser Schleim über die Augen rauskommt. Oder wenn man halt nicht den ganzen Tag mit einer verstopften Nase rumlaufen muss. Wie gesagt, hatte ich damals mit all dem zu tun und mittlerweile ist das alles Geschichte, seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe und mich schleimarm ernähre. Also, wenn du keinen Bock mehr hast, verschleimt zu sein, dann würde es auf jeden Fall Sinn machen, mal über eine Ernährungsumstellung nachzudenken. Es gibt mittlerweile im Internet so viele tolle Informationsquellen, die ganz genau aufzeigen, welche Lebensmittel schleimbildend sind und welche nicht, und wie man diesen Weg der Ernährungsumstellung gehen kann. Von der konventionellen, extrem schleimbildenden Ernährung zu einer schleimarmen oder sogar komplett schleimfreien Ernährung. Ich werde euch mal alles, was ich zu diesem Thema kenne, in der Infobox verlinken. Und dann kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen und sich damit zu beschäftigen. Ihr werdet es nicht bereuen. Also mein Leben hat es wirklich sehr zum Positiven verändert, um mich da noch dezent auszudrücken. Also das ist wirklich absoluter Wahnsinn, was man da für ein Gesundheitslevel erreichen kann, was man für ein neues Bewusstsein bekommt, was man für eine neue Lebensfreude verspürt, was man für ein neues Körpergefühl kriegt. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir zukünftig ein bisschen schleimfreier durchs Leben gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war für euch was Neues dabei. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.